Susa geht in die Küche und ist hypnotisiert von dem faszinierenden Geheimnis eines kochenden Eies. Ich kann es nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ich bin wie gelähmt. Der braune Fleck flimmert vor meinen Augen und es kribbelt im ganzen Körper. Ich kann einfach nicht glauben, was ich sehe. Warum haben Sie den Barbier getötet? Und wann? Wie haben Sie ihn hierher gebracht? Ein Mann, der niemand etwas zuleide getan, von seinem Beruf gelebt und sich nie in das Leben der anderen eingemischt hat. Wenn er über Vorgänge in unserem Gebäude Bescheid wusste, so deshalb, weil die Alten ihm alles erzählt haben. Sie gingen immer auf einen Plausch zu ihm hinunter. Alte Menschen hängen an solchen Gewohnheiten. Von den Alten kann es keiner gewesen sein. Die hätten gar nicht die Kraft. Ich habe keine Erfahrung, aber ich kann sehen, dass der Barbier Widerstand geleistet hat. Das Hemd ist über der Brust zerrissen. Die Schnittwunden von einem Dolch oder Messer sind blutverklebt. Wenn es ein Schuss wäre, sähe man wahrscheinlich ein rundes kleines Loch. Jemand muss fest entschlossen und kaltblütig gehandelt haben. Ein Profi. Nicht das Werk eines Alten. Die Alten sind zu gefühlvoll. Vielleicht könnten sie eine solche Szene gar nicht überstehen. Wer weiß, was mir alles in den Sinn kommt. Seltsam. Es beschäftigt mich viel mehr, dass der Barbier in meinem Zimmer ist, als die Art seines Todes. Es beunruhigt mich, ihn hier versteckt zu finden. Ich Dummkopf. Natürlich war es einer von den drei Eindringlingen. Wie sind Sie hereingekommen? Wann haben Sie das getan? Als ich eingenickt war. Aber ich habe einen leichten Schlaf, wäre doch bei dem geringsten Geräusch aufgewacht. Und ich lag auf dem Sofa im Wohnzimmer, also mitten im Weg. Sie können mich auch betäubt haben. Nachdenken hilft's nicht. Besser fragen. Jemanden rufen, wir müssen die Leiche wegschaffen. Sie ist steif, wird bald stinken. Ich will meine Wohnung nicht verpesten. Und die Vorstellung, einen Toten in meiner Nähe zu haben, finde ich auch nicht angenehm. Mir langt es, das ist einfach zu viel. Die Lähmung weicht. Der braune Fleck bleibt noch für ein paar Augenblicke. Ich bin sicher, dass der Fleck nicht mehr reglos ist. In seinem Innern bewegt sich etwas. Mit jedem Tag nimmt es mehr Form an. Wenn ich Geduld habe, wird er noch ganz deutlich und ich werde herausfinden können, was es ist. Was es nicht alles in der Welt zu entdecken gibt. Ich versuche die Verwirrung um mich herum zu verstehen und schlage mich dabei noch mit meinen eigenen Problemen herum. Wenn ich den Mut hätte, würde ich zu einem Arzt gehen. Mut und Geld, niemand kann das aufbringen, was die verlangen. Außerdem würde ich endlos viele Tests machen müssen. Einmal in die Mühle geraten, gibt es kein Entkommen. Bestimmt wird der Erste nicht gleich entdecken, was ich habe. Ich werde von einem Spezialisten zum anderen geschickt, lasse allen mein Blut, meinen Stuhl und meinen Urin in ihren Labors zurück, werde ausgesaugt und benutzt werden. Und danach der berüchtigte Apothekenzyklus. Deshalb vermeiden wir es, zum Arzt zu gehen. Wenn Sie keine bestimmte Krankheit entdecken, schicken Sie dich zu dem Psys. Na und dann, ade, o Welt. Denn die Psys haben vor allem die Funktion, dich davon zu überzeugen, dass du unfähig bist, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also bist du verrückt. Ohne weitere Beobachtung attestieren sie dir Wahnsinn. Und Verrückte kommen in die Isolation für Geisteskranke. Mit dem Augenblick der Aufnahme des Patienten werden dessen Einkünfte automatisch an die Kasse der Isolation umgeleitet, damit die Behandlung bezahlt werden kann. Wenn du einen Schwachsinnigen findest und ein Zeichen gibst, lassen die Psys ihn holen. Und es gibt eine Belohnung in Form von Wassermarken oder irgendein anderes Privileg. Versteht ihr jetzt, warum die Menschen auf der Straße sich vorsichtig bewegen und es vermeiden, mit anderen zu sprechen?
keine abrupten Bewegungen machen und nicht schreien. Jede verdächtige Bewegung, jede Haltung außerhalb des Normalen kann das Anzeichen für eine vorhandene Verwirrung sein. Und die Psys stürzen sich darauf, sie lechzen danach wie wildgewordene Hunde. Auch aus diesem Grund wollen viele ihre Häuser nicht verlassen. Man kann nie wissen. Auf einmal niest man in einem anderen Ton und Ade. Jetzt möchte ich am liebsten aufspringen und schreiend weglaufen. Aus Entsetzen vor diesem erstochenen Mann, der da in meiner Wohnung liegt. Ach, Adelaide, du hast gut daran getan zu verschwinden. Du würdest solche Szenen nicht aushalten. Sie sind auch nicht zum Aushalten. Aber wir müssen sie ertragen, damit fertig werden. Sie sind so alltäglich wie Reis und Bohnen geworden. Seit wie vielen Jahren denke ich das schon? Mein Alltag, ich muss ihn leben, so gut wie irgendwie möglich. Alle Welt denkt so. Und deshalb läuft es, wie es läuft. Vor langer Zeit hatte ich die Vorstellung, eine allgemeine Revolution müsste möglich sein, wenn es mir gelänge, Reformen in einer Gruppe zu erreichen. Jeder würde innerhalb einer Gruppe handeln. Dann würden wir diese Reformen zusammenfassen und erzielten eine Veränderung. Es gäbe natürlich eine allgemeine Tendenz, eine Linie, der man folgen und die solche Veränderungen bündeln würde. Ich dachte darüber nach, tat aber nichts. Ich sorgte mich ums Überleben, um meine Familie und um das Haus. Das Haus. Ich arbeitete, um das Haus abzubezahlen. Akzeptierte den Tausch gegen die Wohnung, kämpfte, um eine Arbeit zu finden, akzeptierte, was man mir gab, aus Angst vor einer Nicht-Zukunft. Und so kam ich geradewegs in der Nicht-Gegenwart an. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass ich in einer Nicht-Vergangenheit gelebt habe. Und die Schlussfolgerung ist fürchterlich. Ja? Denn ein Mensch, der eine Nicht-Vergangenheit durchgemacht hat und sich jetzt in einer Nicht-Gegenwart befindet, dieser Mensch existiert nicht. Ha! Was für eine komische, verrückte Idee. Ich existiere nicht. Aber hier bin ich und kann mich anfassen. Ich denke, überlege und ziehe Schlüsse. Ich sehe mich. Spiegle mich aber nicht. Es gibt kein Bild. Also sieh mal einer an, was da Verrücktes vor sich geht. Weil ich denken kann, existiere ich nicht, bin ich nicht. Ich war nicht und werde nicht sein. Und dennoch bin ich hier. Ich möchte mal das Gesicht von dem neunmal Klugen sehen, der sich immer an die Stirnseite des Tisches setzt, wenn ich ihm diesen Gedankengang vortrage. Was wird er dazu sagen? In der Küche treffe ich die drei. Sie trinken Kaffee und kauen trockene Kekse, ein einförmiges, gleichmäßiges Geräusch. Sonst hört man nur noch das kochende Wasser auf dem Herd. Ein Ei liegt im Topf. Ich wundere mich. Ein Ei. Faszinierender als die Entdeckung der Leiche. Ein Ei in kochendem Wasser. Diese Männer müssen mächtig sein. Oder mein Neffe hat mehr Macht, als ich mir vorstellte, und ich nutze das nicht aus. Ein herrliches Ei mit weißer Schale rollt im Topf herum. Ich kann mich nicht beherrschen. Das Schauspiel hypnotisiert mich. Nichts einfacher als ein Ei. Und nichts unmöglicher. Dennoch liegt es vor mir. Ich kann es berühren, kann seine Wärme fühlen. Welch ein Trost, was für ein Gefühl der Sicherheit. Das Ei gibt mir die Gewissheit, dass etwas bestehen bleibt. Das Ei ist eine Wahrheit. Ich fühle, wie ich wieder zu mir finde,
Gleichzeitig ist das ein Geheimnis. Es bereitet mir Vergnügen. Was habt ihr getan? Dort hinten im kleinen Zimmer liegt eine Leiche, sage ich dem Mann, der sich immer an die Stirnseite des Tisches zu setzen pflegt. Ist einer von den Ärmsten gestorben? Nein, einer von euch hat den Barbier getötet. Wie kannst du so etwas sagen? Es kann nur einer von euch gewesen sein. Wer sonst soll mit einer Leiche hereingekommen sein? Weiß ich nicht. Sei nicht so zynisch. Bin ich gar nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Was du mir da erzählst, ist mir neu. Wir werden dem nachgehen. Das wird nicht schwer sein. Ein Mord ist etwas Schwerwiegendes. Kann sein, dass keiner von uns den Mann umgebracht hat. Wer sagt denn, dass er nicht einfach an der Tür gelegen hat und wir ihn nur reingeholt haben? Übrigens ist es auch so gewesen. Er hat heute früh an die Tür geklopft und um Hilfe gebeten. Er war blutüberströmt. Wir haben ihn hereingeholt. Er ist in der Küche gestorben, ohne zu sagen, was passiert war. Du hast eine blühende Fantasie. Warum habt ihr mich nicht geweckt, ha? Wozu hättest du den Mann gerettet? Bist du Arzt? Das ist meine Wohnung, muss ich das dauernd wiederholen? Ein Mann ist unter meinem Dach gestorben und ich erfahre das rein zufällig. Und wenn ich nicht in das Zimmer gegangen wäre, in das kleine, ha? Die Leiche würde dort verfaulen und das ganze Haus verpesten. Lass mal gut sein, niemand stirbt an Gestank, sonst gäbe es keine lebende Seele mehr in der Stadt, oder? Diese Unterhaltung ist Wahnsinn. Im kleinen Zimmer liegt ein Toter, wir müssen uns um ihn kümmern. Man wird sich kümmern, ist alles hübsch geplant, nur nicht aufregen. Geplant? Heißt das, es gibt eine Operation, von der ich nichts weiß, und dieser Mord gehört dazu? Hübsch, sehr hübsch, einfach zu schön. Ich kann nicht einmal in meiner eigenen Wohnung bestimmen. Wohin soll das führen? Ruhe, reg dich ab, wir hätten dir Bescheid gesagt, wir wollten dir etwas Zeit geben. Heute Abend wird alles geregelt. Was heißt hier geregelt? Das überlassen wir uns. Jedes Mal, wenn ich mich auf jemanden verlasse, falle ich rein. Das Ei brodelt. Der Mann, der immer Konfekt isst, blickt auf die Uhr. Es scheint sein Ei zu sein, jedenfalls beobachtet er das Kochen. Er begegnet meinem faszinierten Blick und bleibt ungerührt. Weder ein Lächeln oder Anbieten, noch der Wille zu teilen. Nun gut, sein Ei. Soll er damit machen, was er will. Ich habe schon so viel gesehen, was ich nicht haben kann. Ich werde wegen so einer Kleinigkeit jetzt nicht verbittert sein. Pech. Die Leiche des Barbiers geht mir nicht aus dem Kopf. Erst jetzt wird mir klar, warum. Der Tod ist sehr nah. Wir versuchen, ihm nur zu entkommen. Daher meine Wut auf den Barbier und diese Leute. Sie sprechen etwas in mir an, was ich ablehne, bekämpfe, zu vergessen suche. Ich glaube, auf einem Schlachtfeld sollten wir die Aussicht auf den Tod von uns weisen, auch wenn alle Welt um uns herum zugrunde geht. Es ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Angesichts der Leiche muss ich zugeben, ich stehe auf der Liste. Ich kann der Nächste sein. Ich will mich von dem Toten befreien, und zwar rasch. Einer Situation aus dem Weg gehen, die mein Bewusstsein schärft. In meine warme, bequeme Abgeschiedenheit zurückkehren. Das Problem ist nur, ich kann nicht mehr allein sein. Die Eindringlinge sind da. Ich kann mich nicht von ihnen freimachen. Das Entsetzen vor dem Toten, der im Dienstmädchenzimmer liegt, zwischen den bewusstlosen Verwundeten, alles dreht sich in meinem Kopf. Schreien, mich gegen die Wand werfen, aufgeben. Sollen diese Leute doch alles übernehmen? Diese Wohnung, warum mache ich mir noch irgendetwas vor? Warum verteidige ich sie eigentlich? Immer an etwas gebunden sein, an Menschen, Gegenstände, Gedanken. Da stehe ich nun, genau wie alle anderen. Ich werde Thaddäus suchen, sein Kopf funktioniert noch richtig. Er hat mir von einer Gruppe erzählt oder sowas Ähnliches. Ich will weg, fort von diesen Leuten. Ich weiß nicht einmal, wer sie sind. Sie haben mir nichts gesagt. Nun, ich habe auch nicht gefragt.
Gibt es da oben eine gute Terrasse? Fragt der Mann, der sich immer an die Stirnseite des Tisches setzt. Ja, willst du mit mir hinaufgehen? Wir warten nicht auf die Fahrstelle, sondern gehen zu Fuß. Erst agil, nimmt immer zwei Stufen auf einmal. Ich bitte ihn, auf mich zu warten. Mir ist nicht danach, mein Herz bis zum Zerspringen anzustrengen. Die Treppen sind dreckig, schwarze, ölige Schichten verschmieren jede Stufe. Wir rutschen aus, die klebrige Masse bleibt an den Schuhen hängen. Mein Begleiter scheint das nicht zu spüren, ihm machen Dreck und Gestank nichts aus. Die Wände brennen wie Glut, die Morgensonne strahlt direkt darauf. Es wird noch stickiger als gestern, schlimmer als vorgestern werden. Und viel besser als morgen. Schwitzend halten wir im 29. an. Wir hören vertraute Geräusche von Tälern und Töpfen, das Pfeifen aus der Gasleitung. Wenigstens an Gas fehlt es nicht, ein aus Müll gewonnenes Produkt. Rohstoff gibt es in dieser Stadt reichlich. In der Ferne Donner, als seien es Kanonenschüsse oder explodierendes Dynamit. Und weiter die Treppe hinauf. Wir kommen oben an. Die Tür zur Terrasse ist verschlossen, Vorhängeschloss und Türschloss sind verrostet. Seit Jahren muss hier niemand gewesen sein. Als wir hierher zogen, kam Adelaide manchmal herauf und traf junge Mädchen, die sich sonnten. Die Mädchen sind weggezogen oder alt geworden. Der Mann, der sich an die Stirnseite des Tisches zu setzen pflegt, zieht einen Revolver heraus. Ich hätte nie gedacht, dass er bewaffnet herumläuft. Zwei Schüsse und das Vorhängeschloss springt auf. Komisch, wie sehr wir an jede Art von Lärm gewöhnt sind. Die Schüsse klingen natürlich, die Tür war nur verklemmt. Ein Fußtritt und sie öffnet sich wie in einem Film. Eine riesige Terrasse. Sie sieht wie eine Wüste aus. So viel Staub und Sand hat der Wind vor langer Zeit oder allmählich im Verlauf von Monaten und Jahren dorthin geweht. Zerbrochene Stühle, eine Tischplatte, ein Stapel Flaschen. Alles aus Plaste. Ein Haufen undefinierbares Zeug von Erde bedeckt. Unsere Füße sinken tief ein, der Staub reicht bis an die Knöchel. Wir hinterlassen tiefe Spuren. Für einen Augenblick, einen dieser seltenen Augenblicke, herrscht vollkommenes Schweigen über der Stadt. Nur für Sekunden, die jedoch wie eine Ewigkeit erscheinen, so sehr haben wir uns an den ohrenbetäubenden Krach gewöhnt. Für mich sind diese Perioden des Schweigens wie ein Geheimnis, als seien sie abgemacht, lange geübt, nach einem millimetrisch genauen Plan abgesteckt. Alles verstummt. Stimmen, Schritte, Lustschreie, Hundegebell, Schläge, Explosionen, Husten, Räuspern, Musik, Kratzen, Schocks, Pfeifen, Murmeln, Gelächter. Als hätte das menschliche Leben aufgehört zu existieren. Einfach aufgehört. Und wir schwebten losgelöst dahin. Wie die ersten Astronauten, jene Männer, die in den 60er Jahren sinnlos den Weltraum durchquerten, ähnlich den beiden, die auf dem Mond Staub betraten, der sich in Jahrtausenden abgelagert hatte. Auf dieser Terrasse empfinde ich den Mond als kreisrunden Planeten und ich, von der Erde losgelöst, bin zu einem Neuanfang bereit. Vor mir die Wüste und in Kürze werden aus dieser trockenen, verbrannten Erde, die bei dem Gebäude liegt, Larven hervorkriechen, Puppen, Amöben, neue Arten, die an Sonne, Hitze und Trockenheit angepasst sind. Sicher fantasiere ich. Mein Blick trübt sich, die Sonne brennt mir auf den Kopf. Mein Hemd klebt. Ich laufe, um mich unter einem kleinen Dachvorsprung unterzustellen. Der Mann, der der Führer zu sein scheint, läuft über die Terrasse, stampft mit den Füßen auf, prüft die Ränder. Was hat er vor? »Hey, lass uns hinuntergehen, es ist zu heiß«, rufe ich. »Gleich, gleich, ich habe gesehen, was ich wollte. Ich glaube, es wird gehen.« »Was denn?« »Wart's ab, eine schnelle Operation.« »Warum hast du mich mitgenommen?
Zur Begleitung. Nur deshalb? Was denn sonst? Du wirst ja hysterisch in der Wohnung. Du musst raus, Luft schöpfen. Warum gehst du nicht in die Stadt? Du hast eine Zirkulationsmarke und eine Sondererlaubnis für den Bus. In der Stadt bin ich noch niedergeschlagener als zu Hause. Das Zuhause ist kein Zuhause mehr, es ist ein Gefängnis. Ich mag meine Wohnung, dort fühle ich mich wohl. Oh, jemand hat Wäsche auf der Leine vergessen. Das sind wirklich Hosen, Hemden, ein Nachthemd, ein Schlafanzug, Strümpfe, an Nylonschnüren aufgehängt. Die Wäsche ist zerfetzt und hart. Sie hängt herab wie Stalaktiten. Jemand, der sie hat trocknen lassen und schnell fortgegangen ist? Ob er verhaftet wurde oder rasch flüchten musste? Wer kann solche Geheimnisse erklären? Oder war es nur Vergesslichkeit? Ich berühre das Nachthemd. Man kann nicht einmal sehen, ob es aus Seide, Nylon oder Baumwolle besteht. Auch nicht fühlen. Wie fossilisierte Wäsche, denke ich. Seit wie vielen Jahren hängt sie wohl schon hier, dem Wetter ausgesetzt? Der Stoff ist brüchig, er sackt zusammen wie ein Sandhaufen und hinterlässt Flecken auf den Fingern. Die Vergangenheit hat uns fossilisierte Fische, Vögel und andere Tiere vermacht, auch versteinerte Bäume. So kann man Geschichte studieren und Zeitalter rekonstruieren. Wir vermachen der Zukunft fossilisierte Konsumgüter. Kleidung, Autos, elektronische Geräte und tausende von anderen Produkten. Nützliche und unnütze. Alle die, die diese Zivilisation geprägt haben. Unsere ganze Geschichte ist auf dieser Wäscheleine aufgereiht. Der Wahnsinn dieser Epoche kann anhand dessen erforscht werden, was auf den Balkons, auf den Grundstücken, in den Metrotunneln und Kellern, in verlassenen Apartments, an Supermarktruinen und leeren Tempeln übrig ist. Ach, wenn die Wäscherinnen von früher mich hier fantasieren sähen. Sie würden unzählige Wäschestücke auf die Leine hängen, verfaulen lassen und sagen, wir werden den Jungen helfen, sie brauchen uns, sonst geht die Geschichte zu Ende. Was wäre die Geschichte ohne die Wäscherinnen der Vergangenheit? Oh ja, das ist wirklich Vergangenheit, denn die Wäscherinnen am Zuber sind mit meiner Großmutter ausgestorben. Mein Begleiter lässt den Blick über diese Privatwüste schweifen. Um uns herum entdecken wir auf niedrigeren Gebäuden andere ähnliche Wüsten. Irgendwann einmal haben die Zivilitäre die Dächer aller Gebäude wegen der Scharfschützen versiegelt. Noch immer sind die Hausdächer Sicherheitszonen. Es ist nicht ratsam, dass jemand uns hier sieht. Wohin man blickt, lauter verstaubte, leere Dachterrassen. Wenn es einmal regnete, würde sich schwerer Schlamm bilden. Vielleicht hielten die Decken das Gewicht nicht aus. Kann man sich sowas vorstellen? Sumpfgebiete auf Dächern? Sieht alles so gleich aus. Deshalb bin ich verwirrt. Was ist gleich? Wie das Land, aus dem ich gekommen bin und die Regionen, die ich durchquert habe. War es dort genauso? Schlimmer, viel schlimmer. Ich habe versucht, es zu vergessen. Ich mag nicht darüber sprechen, aber es sitzt in meinem Kopf. Das kann man nicht einfach vergessen. Verstehst du jetzt, warum du nicht viel von mir weißt? Nicht, woher ich komme. Ich habe versucht, die Erinnerung auszulöschen. Dumm, wie ich bin. Auszulöschen. Und wir sollten doch genau das Gegenteil tun, uns erinnern. Das Entsetzen wachhalten, um dagegen ankämpfen zu können. Schon wieder dieser Quatschkopf mit seinen Theorien. Weiß ich doch alles, der braucht mich nicht zu belehren. Ich bin etwas verärgert über diesen Mann, würde gern herausfinden, warum. Was an ihm macht mich so allergisch? Die beiden anderen fallen kaum auf, sie bewegen sich, als seien sie unsichtbar. Dieser hier nicht. Vielleicht ist es seine Sicherheit, wie er der Situation ins Gesicht sieht. Vielleicht glaube ich, von ihm stamme die Idee, in meine Wohnung einzudringen.
Dieser Mann besetzt meine Privatsphäre und will mir beweisen, dass Privatsphäre heute anders beurteilt wird. Anders? Von wegen. Er braucht nur eine Rechtfertigung. Er wickelt einen ein. Wieso schlimmer? Dort oben im Nordosten, in den Gebieten, die nicht von den Reservaten der Multinter vereinnahmt worden sind, wo wir uns noch bewegen konnten, sah man nur ausgedorrte Erde, keine Vegetation. Der Boden war übersät von verstaubten Tierskeletten, die in der Sonne zerfielen. Auch wir lösten uns fast in nichts auf. Man brauchte nur eine Weile in der Sonne zu stehen.